Ich freue mich, dass wir uns heute Abend wieder hier treffen können, um mit unserem Seminar weiterzumachen. Wir haben ja auch schon das 35. Thema. Heute geht es um die Gewissensfreiheit, die in Gefahr ist. Bevor wir mit dem Thema beginnen, möchte ich Sie einladen, dass wir zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, hab du von Herzen Dank, dass du uns Zeit schenkst. Zeit, um innezuhalten, nachzudenken, was uns im Leben wichtig ist, was auf uns zukommt und auf was wir uns freuen können. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, wo wir nachlesen können, was wir in der Zukunft zu erwarten haben. Danke, dass du alles ganz klar darstellst und wir nicht im Ungewissen bleiben müssen. Segne uns bitte, wenn wir heute wieder in die prophetische Schau eintauchen wollen und hab Dank dafür in deinem Namen. Amen. Die Bibel ist ein tolles Buch. In der Bibel kann man die schönsten Geschichten lesen. Es gibt Geschichten über Liebe, Geschichten über die Freude, über die Hoffnung. Und es ist gut, dass wir darüber lesen können. Denn das ist ja auch das, was Gott und uns wichtig ist. Dass Gott möchte, dass es uns, dass es den Menschen gut geht. Aber damit es den Menschen immer gut geht, muss er auch einmal oder mehrmals deutlich sprechen. Wenn er sieht, dass Gefahr in Anmarsch ist oder dass die Menschen in eine Richtung sich bewegen, die nicht gut für sie ist, so schickt Gott dann immer wieder Propheten oder klare Worte aus der Bibel, um vor diesen Ereignissen zu warnen. Und genau mit so einem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Wieso ist die Gewissensfreiheit in Gefahr? Durch die Reformation haben wir ja etwas bekommen, was nicht selbstverständlich ist. Wir haben durch die Reformation das Wort Gottes bekommen. Jeder kann es zu Hause oder an einem Ort seines Wunsches lesen. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man weiß, wie viel Blut geflossen ist, damit wir die Bibel in unserer Sprache haben. Leider ist es aber so, dass die Reformation durch eine Gegenreformation Stück für Stück aufgehoben worden ist. Und wir befinden uns leider in dieser Zeit, wo von der Reformation nicht mehr viel übrig ist. Wir sehen, dass die reformierten Christen sich immer mehr wieder sich dem zukehren, von wo sie eigentlich sich entfernt haben. Und zu Recht entfernt haben, denn dadurch konnten sie ja als Protestanten das Wort Gottes lesen und auch verkündigen. Und besonders verkündigen das, was in der Bibel steht. Leider ist durch die Ökumene, durch den Ansatz, wo der kleinste gemeinsame Nenner einen miteinander verbindet, immer mehr in den Vordergrund gerückt. Und deshalb finde ich das Zitat aus dem Buch Vom Schatten zum Licht auf Seite 514 so treffend. Denn dieses Buch wurde ja vor über 100 Jahren geschrieben und beschreibt trotzdem sehr genau die Entwicklung der Kirchen. Dort heißt es: Die Protestanten stehen der römisch-katholischen Kirche gegenwärtig sehr viel wohlwollender gegenüber als in früheren Jahren. Immer mehr setzt sich die Ansicht durch, dass die Differenzen in wesentlichen Punkten gar nicht so groß ist, wie bisher angenommen, und dass kleine Zugeständnisse auf protestantischer Seite zu einem besseren Einvernehmen mit Rom führen würden. Es gab eine Zeit, in der die Protestanten besonderen Wert auf die Gewissensfreiheit legten, die so teuer erkauft worden war. Sie lehrten ihre Kinder, das Papsttum abzulehnen und werteten den Versuch, nach Übereinstimmung mit Rom zu streben, als Untreue gegen Gott. Die heute an den Tag gelegte Haltung ist weit davon entfernt. Die Haltung ist weit davon entfernt.
Als ich das so gelesen habe und zurückgeschaut habe in die Geschichte, musste ich erschrocken feststellen, dass es die Tatsache ist. Die Kirchen kommen immer mehr zusammen, aber auf welcher Grundlage? Auf der Grundlage der Einheit ohne die Grundlage der Wahrheit. Die Vertreter des Papsttums sagen und behaupten, solche Aussagen verleumden die Kirche. Sie wehren sich dagegen und sagen, das, was gesagt wird, das stimmt nicht. Hier werden wir verleugnet. Und sie sagen, naja, die Menschen im Mittelalter waren nun mal grausam. Und weil die Menschen im Mittelalter grausam waren, deshalb war auch die Kirche grausam. Aber sie sagen noch weiter, die Kirche hat sich verändert. Diese Aussagen wird man öfters hören. Wir müssen aber hier gut differenzieren. Hat sich die Kirche wirklich verändert? Was ist mit dem Anspruch auf Unfehlbarkeit? Was ist mit der Aussage, dass sich das Papsttum nie irrt und nie irren wird? Ich möchte das mit dem Zitat aus dem Buch von Seite 515 folgendermaßen beschreiben. Dort heißt es, haben diese Leute den Anspruch auf Unfehlbarkeit vergessen, den diese stolze Macht seit über 800 Jahren erhebt? Weit davon entfernt, ihn aufzugeben, wurde dieser Anspruch im 19. Jahrhundert mit noch größerer Bestimmtheit als je zuvor bestätigt. Wenn der Katholizismus behauptet, dass die Kirche nie irrte und nach der Schrift nie irren wird, wie wird er dann auf diese Grundsätze verzichten, die sein Verhalten in den vergangenen Jahrhunderten bestimmten? Dieses Zitat macht deutlich und zeigt einfach die Geschichte auf, wie sich das entwickelt hat. Anstelle davon abzurücken, was im Mittelalter passiert ist, wird hier im 19. Jahrhundert der Anspruch auf Unfehlbarkeit noch deutlich kommuniziert. Dadurch wird gesagt, das, was im Mittelalter passiert ist, war richtig, die Entscheidungen, die Dogmen waren richtig und für die Zukunft sollen alle wissen, das, was wir tun werden, wir werden uns niemals irren. Die Unfehlbarkeit des Papstes gilt auch heute noch. Dieser Anspruch wurde nicht aufgegeben. Deshalb müssen wir ganz genau unterscheiden, was wir sagen, wenn wir sagen, naja, die Kirche hat sich verändert. Hat sie sich wirklich? Nach außen sieht es auf jeden Fall so aus. Aber die Lehren der Kirche haben sich nicht geändert. Es gibt eine interessante Aussage von Bischof O'Connor aus dem 19. Jahrhundert. Dort sagt er, und das kann man in dem Buch auf Seite 516 nachlesen, die Religionsfreiheit wird nur geduldet, bis das Gegenteil durchgesetzt werden kann, ohne die katholische Welt zu gefährden. Hat sich die Kirche wirklich verändert? Denn, und das war auch bekannt und öffentlich, dass man sogar im 20. Jahrhundert noch ein Treueeid dem Papst schwören musste. Jeder Kardinal, Erzbischof und Bischof in der katholischen Kirche mussten dem Papst folgenden Eid ablegen. Und dieser Eid heißt, dort heißt das, Ketzer, Schismatiker und Rebellen wider unseren besagten Herrn oder seine vorgenannten Nachfolger will ich nach Kräften verfolgen und mich ihnen aufs Äußerste widersetzen. Kann es sein, dass es den Anschein macht, als ob die Kirche sich verändert hat, aber im Innersten ist die Kirche gleich geblieben? Und das finden wir auch bestätigt immer wieder. Und gleichzeitig müssen wir aber die Balance finden. Denn wir sprechen hier von einem System. Es gibt wertvolle Menschen, gläubige Menschen in der katholischen Kirche. Und ich finde es gut, wie das in dem Buch auf Seite 516 zusammengefasst wird. Da heißt es, allerdings gibt es in der römisch-katholischen Kirche tausende wahrer Christen,
die Gott nach bestem Wissen und Gewissen dienen. Noch bis vor wenigen Jahrzehnten war ihnen der direkte Zugang zu Gottes Wort verwehrt und sie konnten die Wahrheit nicht erkennen. Solche Menschen haben nie den Unterschied zwischen einem lebendigen, von Herzen kommenden Dienst und einer Wiederholung bloßer Formen und Zeremonien erlebt. Gott blickt mit Erbarmen und Zuneigung auf sie, denn sie wurden in einem trügerischen und unbefriedigenden Glauben erzogen. Er wird ihnen Licht senden, das ihre finstere Umgebung durchbrechen wird. Er wird ihnen die Wahrheit in Jesus offenbaren und viele werden sich zu Jesu Volk bekennen. Und das ist schön zu wissen, dass Gott seine Kinder überall hat. Und gleichzeitig möchte er sie erreichen mit der biblischen Botschaft. Aber auf der anderen Seite macht die Bibel auch ganz klar, dass die katholische Kirche Pläne hat, Ziele hat. Und diese Ziele werden natürlich nicht nach außen deutlich formuliert. Wir wissen aber aus dem prophetischen Wort, aus der Bibel, aus Offenbarung 13, dass die katholische Kirche die Gewissensfreiheit beschneiden wird, wenn sie die Macht wieder erlangen wird. Und die Ziele der Kirche, die Herrschaft der Welt wieder zurückzugewinnen, werden sich dann buchstäblich erfüllen. Gleichzeitig ist das Ziel, durch die Ökumene die Reformation zu beseitigen, indem die Glaubenswahrheit Stück für Stück von der protestantischen Kirche aufgegeben wird. Leider erkennen die protestantischen Kirchen die Zeichen der Zeit nicht. Viele sehen gar nicht, wohin der Weg führt, was hier eigentlich geschieht. Ich war sehr traurig darüber, als ich gesehen habe, dass am 31. Oktober 1999 die Protestanten in ihren Glaubensangelegenheiten, in ihren Glaubensüberzeugungen Kompromisse mit der katholischen Kirche machten. Dort wurde eine gemeinsame Erklärung verabschiedet über die Rechtfertigungslehre. Der Lutherische Weltbund und die katholische Kirche haben gemeinsam an diesem Reformationstag unterschrieben, dass sie eigentlich dieselbe Rechtfertigungslehre haben. Aber ist das so? Was hat Luther bewirkt? Luther hat bewirkt, dass wir heute die biblische Wahrheit über die Rechtfertigung aus dem Glauben haben können und nicht, wie die katholische Kirche lehrt, aus Glauben und Werke. Nirgendwo können wir uns den Himmel verdienen. Und deshalb sehen wir, wie die Reformation Stück für Stück aufgegeben wird. Und gleichzeitig glauben immer noch Menschen und viele Christen, dass sie Vergebung von Priestern, von Pfarrern erhalten können, anstatt gleich zu Gott zu gehen. Die Kirche beansprucht nämlich die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Und dadurch sinkt bei vielen Christen die Hemmschwelle zur Sünde. Denn sie sagen, naja, wenn ich sündige, gehe ich einfach an einem Sonntag beichten. Der Priester oder der Pfarrer wird mir dann schon den Ablass gewähren und ich werde dann einfach ein paar Bußübungen machen und gut ist. Aber diese Entwicklung ist höchst negativ für das geistliche Leben. Denn durch die Beichte wird die Menschenwürde erniedrigt. Wieso wird die Menschenwürde erniedrigt? Normalerweise lehrt die Bibel, dass wir die Sünden nur vor Gott bekennen sollen. Es sei denn, wir haben natürlich einer Person Schaden zugefügt, dann sollen wir uns natürlich bei dieser Person entschuldigen. Aber die geheimen Sünden sollen nicht einem anderen Menschen erzählt werden, sondern zu Gott gebracht werden, der sie vergibt. Wenn ich zu einem Priester gehe und ihm meine geheimsten Sünden erzähle, dann wird der Priester das Maß der Moral. Er entscheidet, ob mir vergeben werden kann oder nicht. Er sagt, welche Bußübung ich dafür machen muss. Das heißt, anstelle von Gott wird ein Mensch zum Maß der Dinge. Und Menschen
werden dadurch von Gott weggebracht, weil sie sagen, naja, ich mache einfach die Bußübung, die mir aufgetragen wird, und so muss ich der Sünde nicht mehr absagen. Weil ich habe ja wieder die Möglichkeit, das nächste Mal zur Beichte zu gehen, zu beichten, Vergebung zu erhalten, ein paar Mal das Ave Maria zu beten oder das Vaterunser oder sonst noch etwas, was mir aufgetragen wird, und gut ist damit. Wer vor sterblichen Menschen wie hier bei der Beichte kniet, der verliert seine Menschenwürde. Gott möchte, dass wir uns vor ihm niederknien, weil er uns die Würde gibt. Leider ist es auch so, dass durch die Bilder, durch Reliquien oder die Anrufung von Heiligen der Schwerpunkt von Gott auf Menschen gelenkt wird. Durch den falschen Gottesdienst wird nämlich Gottes Stellung degradiert. Anstatt zu Gott zu beten, wird zu einem Bild, zu einer Statue, zu, wie hier man das sehen kann, zu Maria gebetet. Welches Vorbild tun die Leiter hier geben? Sie ermutigen andere Christen, ihrem Beispiel zu folgen. Und wohin führt diese Entwicklung? Diese Entwicklung führt dahin, dass Menschen sich lieber auf Menschen verlassen als auf Gott. Aber gleichzeitig verlassen viele Menschen die Kirchen und auch das Glaubensleben, weil sie sagen, naja, wenn ich mir so anschaue, was gelehrt wird über Gott, was gesagt wird, was in der Bibel steht, da kann ich nicht mehr an Gott glauben. Denn wenn ich höre, dass Gott die Menschen ewig quält und dass es eine Hölle gibt, wo die Sünder hinkommen, wenn sie sterben, dann kann ich an so einen Gott nicht glauben. Und hier zeigt sich einfach, wie der Teufel vorgeht. Auf der einen Seite zerstört er die Bedeutung der 10 Gebote, indem er den Menschen Ersatzgebote gibt. Und auf der anderen Seite tut er Gott so bösartig darstellen, dass die Menschen von ihm gequält werden. Und das wird ja in der katholischen Kirche gelehrt, dass die Menschen dann so Angst vor Gott bekommen oder gar nicht mehr an Gott glauben können, dass sie ihm dann den Rücken kehren. Diese Entwicklung ist höchst negativ und Gott wird so in ein falsches Licht gerückt. Leider war es so, dass im Mittelalter der Glaube auch durch Foltermethoden erzwungen wurde. Wie weit ist es doch vom Glauben Jesu entfernt, der niemals Folter angewandt hat, um seinen Glauben, um seine Botschaft, die er vom Vater erhalten hat, an Menschen weiterzugeben. Stattdessen hat er sich unter das Volk gemischt. Er hat ihren Bedürfnissen geholfen. Er hat ihr Vertrauen gewonnen. Und dann sagte er, folgt mir nach. Niemals quälte er die Menschen, um ihren Glauben zu gewinnen. Wieso haben das Christen gemacht? Niemals verlangte Gott oder Jesus von den Menschen, dass sie in ein Kloster gehen müssen und Bußübungen verrichten sollten, um die Gunst Gottes zu verdienen. Niemals wird die Gunst Gottes so verdient. Die Bibel ist ganz klar darüber, dass das, was Gott fordert, ein reuvolles Herz und ein demütiger und gehorsamer Geist ist. Das ist das, was Gott von den Menschen möchte. Keine Bußübungen, kein sich einsperren lassen in einem Kloster. Gott möchte unser Herz. Das ist das, was er sich wünscht. Deshalb stelle ich zu Recht die Frage, hat sich die Kirche wirklich verändert, wie in letzter Zeit immer häufiger zu hören ist? Ist es wirklich so, dass die Kirche sich verändert hat? Ich glaube, dass die Grausamkeiten, die in dem Mittelalter, in den vielen Jahrhunderten verrichtet worden sind, nur mit Entschuldigung zugedeckt werden. Denn, und wie wir das am Anfang angesprochen haben,
Der Anspruch auf Unfehlbarkeit kann nicht das wiedergutmachen, was damals getan worden ist, denn durch den Anspruch auf Unfehlbarkeit auch heute noch wird deutlich gezeigt, dass das, was die Kirche getan hat, immer richtig war. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass alle Grundsätze auch heute noch bestehen, die Lehren, die Dogmen, nichts hat sich verändert. Auf Seite 522 wird uns eine wirklich deutliche Warnung gesagt. Dort heißt es: Es täusche sich niemand. Das Papsttum, dem die Protestanten heute so freundlich begegnen, ist dasselbe, das die Welt in den Tagen der Reformation beherrschte, als sich Menschen unter Lebensgefahr erhoben, um seine Bosheit bloßzustellen. Es besitzt das gleiche Selbstbewusstsein und erhebt denselben vermessenen Anspruch, mit dem es einst Könige und Fürsten beherrschte. Und es besteht auf Vorrechten, die nur Gott gehören. Hier wird ganz klar gesagt, es täusche sich niemand. Und ich denke, wir haben ganz klar aufzeigen können, dass das Einzige, was sich verändert hat, der äußere Schein ist. Aber im Inneren ist die Kirche gleich geblieben. Und deshalb macht mich das umso trauriger, wenn ich sehe, dass der Protestantismus sich heute wirklich nicht mehr viel von der katholischen Kirche unterscheidet und man immer mehr dahin geht, die Gemeinsamkeiten zu betonen und alles, was trennt, was eigentlich ja biblisch trennt, immer mehr beseitigt wird. Im Jahre 1994 gab es sogar eine Entschuldigung. Einige Protestanten entschuldigten sich sogar für die Reformation. Das kann man in diesem Blatt, The Telegraph, aus London nachlesen, wo am 31. Dezember 1994 gesagt worden ist, dass Deutschland sozusagen darum bittet, dass man Luther vergeben möge. Was für eine traurige Entwicklung, wenn man doch auch gleichzeitig sieht, dass die katholische Kirche heute eigentlich immer noch die gleiche Überzeugung an die Menschen vermittelt, die gleiche Lehrauffassung wie im Mittelalter. Vor einigen Jahren war ich in Altötting, einem Pilgerort der katholischen Kirche, und dort habe ich eine Frau gesehen, die das Kreuz um die Kirche getragen hat, eine Bußübung, um die Gunst Gottes zu erlangen. Und es hat mich einfach traurig gemacht zu sehen, wie hier Menschen umsonst ein Kreuz tragen, denn Jesus hat es schon getragen. Und so sieht man, dass die Kirche zwei Menschenklassen bedient. Die einen, die durch ihre Werke, das, was sie tun, Gunst bei Gott bekommen oder ihre Rettung erhalten. Und auf der anderen Seite tut sie Menschen unterstützen und eigentlich das fördern, dass man, obwohl man in Sünde lebt, man trotzdem gerettet wird. Denn man hat ja die Möglichkeit, wieder zur Beichte zu gehen, ein paar Bußübungen zu tun und wieder so weiterzuleben wie bisher. Aber nicht nur das. Wir sehen auch immer mehr, dass die Protestanten und die Katholiken sich zusammentun, um in unserer Zeit heute die Sonntagsfeier durchzusetzen. Nicht nur in Deutschland und nicht nur in Europa, wir werden sehen, dass es sich sogar auf die ganze Welt bezieht. Es gibt eine Allianz für den freien Sonntag, wo Kirchen, Institutionen, Gewerkschaften sich zusammengeschlossen haben, um den Sonntag zu fördern. Und man dankt sogar dem Himmel oder Gott für den Sonntag. Aber kann man wirklich Gott für diesen angeblich heiligen Tag danken? Auf Seite 528 steht etwas Interessantes. Da heißt es: Die Berichte aus der Vergangenheit enthüllen deutlich die Feindschaft Roms gegen den wahren Sabbat und dessen Verteidiger und die Mittel, die es anwandte, um ihrer eigenen Institution die Ehre zu geben. Das Wort Gottes lehrt uns, dass sich diese Geschehnisse wiederholen werden.
wenn sich Katholiken und Protestanten vereinen und den Sonntag als Feiertag durchsetzen. Inwieweit wird das sich erfüllen? Wo lesen wir etwas darüber, dass sie sich vereinen werden, um denn die Sonntagsfeier durchzusetzen? Wir haben das in den vorigen Vorträgen schon gehört und studiert, dass die Bibel in Offenbarung 13 prophezeit, dass das Papsttum wieder die Weltherrschaft erlangen wird. Und deshalb wundert uns das auch nicht, dass Papst Benedikt 2009 eine Weltregierung gefordert hat, wie auch sein Vorgänger davor, immer wieder eine Weltregierung. Und auch heute noch hören wir diesen Ruf nach der Weltregierung. Aber was wird diese Weltregierung uns bringen? Nichts anderes als das, was in Offenbarung 13, 1 bis 10 ja beschrieben ist. Dort wird eine Macht beschrieben, und ich wiederhole das kurz, eine Macht, dort wird ein Tier beschrieben, und nach Daniel 7, Vers 17 steht ein Tier ja für ein Königreich. Und dieses Tier kommt aus dem Meer. Nach Offenbarung 17, Vers 15 steht das Meer für Völker. Diese Macht ist eine religiöse Macht, weil in Offenbarung 13, Vers 14 sehen wir, dass diese Macht angebetet wird. Und diese Macht ist keine andere Macht als das Papsttum. Und in Offenbarung 13, Vers 3 heißt es, dass das Papsttum eine tödliche Wunde erhalten hat, aber gleichzeitig heißt es dort, dass die Wunde wieder heil wird. Und was passiert, wenn die Wunde heil wird? Die Bibel prophezeit, dass das Papsttum dann Gesetze erlassen wird, mit den Protestanten zusammen, die unsere Gewissensfreiheit einschränken, die 10 Gebote zwar benutzen, aber nicht die wahren 10 Gebote, sondern die veränderten 10 Gebote. Und wir sehen diese Entwicklung heute schon. Zum Beispiel gibt es in Europa eine Allianz, European Sunday Alliance. Und diese Bewegung gewinnt immer mehr an Anhänger. Kirchen, Institutionen, Gewerkschaften schließen sich europaweit zusammen und fordern, dass die Sonntagsheiligung, die Sonntagsruhe und der Schutz des Sonntags in Europa etabliert wird. Und diese Bewegung gibt es auch auf nationaler Ebene, wie zum Beispiel in Deutschland. Dort heißt diese Bewegung Allianz für den freien Sonntag, wo Menschen auf die Straße gehen, um für die Sonntagsheiligung demonstrieren, weil sie merken, dass durch die Wirtschaft der Sonntag sozusagen so beiseite geschoben wird, dass er an Relevanz verliert. Und umso kräftiger ist dann natürlich diese Reaktion. Aber was wissen wir, was passieren wird? Die Bibel ist deutlich darüber und wir haben das thematisiert. Es ist gut, wenn wir die Seiten 530 und 531 lesen, denn dort heißt es, Gottes Wort warnt vor der herannahenden Gefahr. Wenn diese Warnung nicht beachtet wird, wird die protestantische Welt überrascht erkennen, welche Absichten Rom wirklich verfolgt. Aber dann ist es zu spät, um diesen Schlingen zu entkommen. Roms Macht wächst im Stillen. Seine Lehren beeinflussen Parlamente, Kirchen sowie die Herzen der Menschen. Hinter den Mauern seiner gewaltigen Bauwerke werden sich in deren geheimen Verließen die Verfolgungen von früher wiederholen. Heimlich und unvermutet sammelt die Kirche ihre Kräfte, um ihre Absichten voranzutreiben. Und wenn die Zeit da ist, wird sie zum Schlag ausholen. Heute verlangt sie nach einer günstigen Ausgangsstellung. Und diese wird ihr gegeben. Bald werden wir sehen und fühlen, worauf der römische Geist zielt. Wer auch immer dem Wort Gottes glaubt und gehorcht, wird Tadel und Verfolgung auf sich ziehen. Das Thema des heutigen Abends hat uns deutlich gezeigt, dass die Gewissensfreiheit in Gefahr ist. Und deshalb
ist es wichtig, auch darüber zu sprechen, zu sehen, was sagt die Bibel über unsere Zukunft. Die Bibel warnt uns. Und Gott warnt uns nicht, weil er uns Angst machen möchte, überhaupt nicht. Gott warnt uns, weil er es gut mit uns meint, weil er uns dadurch sicher durch diese letzte Zeit führen möchte, bis Jesus wiederkommt. Und wir können uns darauf vorbereiten, indem wir unser Herz Jesus Christus übergeben, treu zu seinen Geboten leben, weil wir ihn lieben, nicht weil wir es müssen. Und gleichzeitig auch sagen, wir möchten das ernst nehmen, was in Offenbarung 13 steht und es deutlich verkündigen, damit viele Menschen das erfahren, was passieren wird und ihr Gewissen nicht aufgeben müssen. Das, was sie glauben, nicht aufgeben müssen, sondern Gott treu sein können. Martin Luther hat es uns gezeigt, wie das geht. Hier stehe ich, sagte er damals, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Ich glaube, dass die Zeit wiederkommen wird, wo wir denselben Mut und dieselbe Überzeugung brauchen und mit den gleichen Worten zum Wort Gottes stehen werden. Möge Gott uns dabei segnen und uns diese Kraft geben. Amen. Ich möchte Sie noch einladen, dass wir zusammen beten. Lieber Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du es gut mit uns meinst, dass du uns in dieser letzten Zeit, so kurz vor deiner Wiederkunft, eine deutliche Warnung schenken möchtest, damit wir nicht auf den falschen Weg kommen, damit wir unsere Überzeugungen auch nicht aufgeben müssen, die wir aus deinem Wort bekommen haben. Du möchtest, dass wir das glauben, was du geglaubt hast, und du möchtest, dass wir so handeln, wie du gehandelt hast. Wir sehen auch in deinem Leben, dass als Jesus auf dieser Welt gelebt hat, dass es immer wieder Menschen gab, die das Gewissen beeinflussen wollten und die Glaubensfreiheit einschränken wollten. Aber danke dir, lieber Gott, dass du uns vorgelebt hast, wie wir unseren Glauben ausleben können. Danke dir, dass du durch die Reformation wir auch erkennen konnten, auf was es wirklich ankommt. Dir nachzufolgen, dir treu zu bleiben und den Glauben zu leben, bis du wiederkommst. Segne uns dabei in deinem Namen. Amen.